Wow, City, City, Titi, Witty. Schon wieder krieg ich die Bombe, Alter, jede Runde. It's your boy, Skinny Pay. Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking. Der Rank muss nach wie vor gesaved werden, denn im letzten Livestream haben wir wieder Loose eingefahren im Highgame. Also ich bin nach wie vor kurz vor Downrank und guckt euch mal dieses Kniff da an. Kam von Ghost Rider rein. Vielen, vielen Dank, Ghost Rider. Richtig, richtig sick. Er hat gemeint, ich soll es ein bisschen spielen, ja. Und wenn ich es dann ausgiebig genug gespielt habe, hello Team, I go B, dann wird es als Giveaway rausgehustelt. He's down. Wie er meint, er kann mich auf irgendeine Art und Weise intimidaten mit seiner Nade. Sorry, was ist slow? Gut. Der Refrag war am Start. Ich habe überlegt gespielt, ja. Ich halte mich an meine eigenen Tipps. Nice. Oh, nicht so nice. Nice. Hey, he's going. Der hat eben 4 Leute gekillt, ne? Ah! Oh, Stich versteckt. Unspotted. Hab ich gesehen. Batja! Ihr könnt mich auch gerne den nachdenkenden Homunculus nennen. Batja, Alter. Merkst du was? Jetzt stellst du dich durch hier. Oh. Dem habe ich es gezeigt. Wenn er schön wartet, auf gelb. Pull one. Nice, bomb down. Yellow, komm von hinten drauf. Nice. Alter, krass, die Koordination von dem Team ist richtig edel. Oh, ich glaube, ich habe ihn gegeben. In front of B1. Car. Also einer ist vor B, aber der müsste low sein. Hallo? Ja, da ist der Kerl, den ich low geschossen habe. Das ist Shimmys Spot hier. Ne, Shimmy steht meistens im Wasser drin. Oh, fuck, Alter. Ultra geplant. Shimmy, ist der Platz wirklich gut? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Ich molle jetzt erstmal nur Close und nade nicht. Uff! 4 gegen 3. 2 und B. Nice. Alter, die spielen alle AWP? Nun ja, was ich ja eigentlich ansprechen oder fast zum Thema des Videos machen wollte, ist das Knife. Ja? Also wir haben gerade vor kurzem so ein bisschen rumgescherzt. Saikusa hat gesagt, hey, kann man dir auch Skins ausleihen? Weil mir gefallen deine Handschuhe nicht und so weiter. Und nein. Oh, shit. They're coming. They're on B now. Alter, immerhin. One is low HP. Wir hatten schon ausgeliehene Skins. Nur ist sowas halt, wenn es überhaupt, also nicht wenn es überhaupt nimmt, aber wenn es viele Skins sind, die man ausgeliehen bekommt, sind es halt auch viele Dinge, die man dann wieder zurückgibt dementsprechend. Und da auf meinem Account und auf meinen beiden Accounts sehr viel raus und rein geht, ist es halt dann gar nicht so einfach. Ich muss mir alles aufschreiben, was ausgeliehen wird, dass ich das schon mal nicht auf Versehen weghaue, wobei das bei großen Sachen natürlich nicht passiert, ne? Aber es gibt auch kleinere Dinge, die man mir leihen möchte, ja? Und dann ist es halt ein gewisser Aufwand, ne? Naja, gut, zurück zum Thema. Dennoch habe ich gesagt, komm, ja, Handschuhe, ne? Ich schreibe mir es direkt auf, und dann schreibe ich mir den Tag auf, wann ich die Sachen bekommen habe, was das war und von wem. Dann hat Ghost Rider gemeint, hey, ich hätte da auch was für dich, ne? Mein altes Knife würde ich dir geben, ausleihen oder vielleicht sogar schenken. Und ich hole mir ein neues. Und ich sagte, mach, was du nicht lassen kannst. Ja, und dann hat das vorgestern tatsächlich so gemacht. Im Stream. Übrigens, heute ist auch wieder Stream ab 18 Uhr, ne? Dann macht er es tatsächlich so. Meine Güte, Alter. Meine Farmers Skills sind wirklich der Hammer. At least 2 und B. Dann hat er es so gemacht und mir das Ding geschenkt. Ultra krass, Alter. Ultra krass. Okay, wow, jetzt müssen wir uns echt fassen. Die überfahren uns gerade haarig. I'm gonna wait till they're on spot. One ist Pool. Nice, komm bitte. Nice. Alter, das Knifte. Eigentlich gefallen mir die Dinger ja gar nicht, diese Lores. Aber das ist so geil mit dem grünen Griff. Gold und grün. Ich gucke jetzt doch nochmal Richtung Banane. Und wenn ich sterbe, schneide ich die ganze Runde dann weg. Obacht. 3, 2, 1. Runde kann drin bleiben. Oh, good. Just wanna have fun. Na. Ba-da-da. Girl. I'm gonna rotate to A. One is on spot A. He's planted. He's half HP. Oh, hätte das nicht dieser Low sein können? Hier sind Pit. Da! Schade, dass er das nicht gesehen hat. Alter Falter, da hat er wirklich was verspielt. Okay, ich bin wahnsinnig und versuche mit AWP auf Banane zu gehen. Ich gehe da nie wieder hin. Die Runde holen wir jetzt und dann ist alles gut. Nice. Play slow now. One is close to B. 2. Wow. One is still close. He's scoping green. Okay, hatten aber noch getroffen. Ja, da ja. Batsch, Alter. Okay, just wait, you got the bomb. We got time. He's coming short. You don't need to face him. He need to plant. Incoming from behind. Nice. Das war schon mal gut, dass er gehört hat und nicht direkt rangegangen ist, sonst hätte er mich vielleicht noch weggelackt. Also die AWP ist von denen auch sehr stark. Das war gut, dass wir die Zeit genommen haben und nicht den direkten Face. Oh, die Kollegen gehen auf A? Okay. One pit, one side. We need to kill pit. Nice. I planted for short.
You can stay pit if you want. Dann noch einer. Sorry, Mate. Natürlich treffe ich den Feind nicht, aber den Kollegen voll in den Specknacken. Geisha. Geisha. Warte, das war eine Geisha. Lass schon wieder, schmeißen sie mir die Bombe zu, okay? Boah. Hier sei lang, hier sei lang. Nein, Pflanzgeld, Alter. Obwohl, wir sind eh reich. Scheiß aufs Pflanzgeld. Alter, jetzt schmeißen sie mir schon wieder die Bombe zu. Treffen mich nicht und lassen die Bombe liegen. Ja, schön, dass wir den Rush aufgehalten haben. Normalerweise ist sowas ja auch echt devastating. Wenn man nicht richtig drauf gefasst ist, wird man da auch leicht mal umgehustet. Achtung. I'm gonna plant, cover me, please. Nice. Planting for banana. City. Alter Falter. Es rennt bei uns, mein Freund. Wow, City, City. City, City. Witty. Schon wieder kriege ich die Bombe, Alter. Jede Runde. Ich meine, ich leg die Bomben echt. Okay. Und das Huhn. Ich leg die Bombe halt auch wirklich gut. Ne? Ich brech vor Balls of Steel und plante gut. One wild canny. Nice. Two kills on A. He's scouting on A spot. Nice. I planted for short again. Ich sag halt immer schön an, wofür ich lege und so weiter und so fort. Klar, da sind die Leute natürlich versessen drauf auf so einen sweeten Boy. Vor allem ist es natürlich nice, auf die 50 Punkte zu kommen. Ne? Also so ist es nicht. Ah, deswegen, ne? Wenn jemand anderes die Bombe hat, dann geht die Bombe irgendwie dermaweise alleine vor. Natürlich. Ja, he's coming. Fuck. Ich hätte hinter mich schauen sollen, aber bin nicht getraut. Ja, oder smoke erneut ab, auch gut. Sehr schön. Nice. Nein, nein, warum ist er rausgegangen? Oh Gott, er hat so einen geilen Stand gehabt. Er hätte noch schön mollyen können. Das ist nicht schlecht, wie, also jetzt sollte er nicht, ich würde auf die AWP facen. Ja. Nice try. Trotzdem, nice try. I can smoke you for short. I smoke for bomb. Orange, du hast die verschissene... Bitte, Orange, schläg. Alter, was macht der? Mann, 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 das war jetzt gerade echt ein Geschwitze. Schön, dass er den Kill gemacht hat, auf jeden Fall, aber er hätte doch hier safe bei uns liegen können. Nice. Er mag ein brillanter Taktiker sein, aber trotzdem hatte ich Angst. He's in apartments. Maybe we should go B? Okay, go B. He looks clear. He's fucking dead. So, okay, ja. Wir haben hier einen harten Entry reingehustelt. Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen, Alter. Ich bin irgendwo kurz hängen geblieben. I'm low HP. I got 4 HP left. Boah, Leute, ich bin amused mit dir. Amused. Das ist vielleicht noch ein kleiner, aber feiner IUP-Kill hier, oder? Oh, oh, au, 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 au. Fuck. Oh, Balcony? Or Pit? Under, bro. Ah, Under. Okay, thanks. He's down. Nice. Alter, Tickets GG. Guckst du an, wie ich mich hochgeplantet habe. Grün hat bei City richtig viele Kills geholt. Der ist immer schön hinten geblieben bei B und konnte dann zumindest jede Runde mindestens ein oder sogar zwei Leute noch wegschnitzeln, auch wenn wir verloren hatten. Da hat er sich echt was aufgebaut, so ein kleiner Killharem. Leider nur 45 Punkte, aber 45 sind auch nicht schlecht. Der kleine Lem bleibt uns noch etwas erhalten. Mal schauen, für wie lange noch. Jetzt ist dann gleich wieder Livestream. Um 18 Uhr geht's los mit Giveaway und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Es gibt jetzt auch ein ganz neues, dickes, fettes Knife. Und ja, kommt ran. Nicht dieses Goldknife, sondern ein anderes. Kommt ran. Die Sache wird wieder richtig cool. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Und vielen Dank an meine Patreons und Kanalmitglieder. It's a fucking pleasure to catch you, boys. Good.